Naja, gut. Fast zumindest. Okay. Nochmal. Nochmal. Also irgendwie so in der Art muss es doch gehen. Ja, Mann. Okay, bevor wir das machen, schauen wir erstmal, ob es da unten vielleicht noch eine Tür gibt. Ich sehe gerade keine. So. Ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass es irgendwie so in der Art funktioniert. Irgendwie so in der Art funktioniert es doch. Das muss doch wieder irgendwie so in der Art funktionieren. Ja, wunderbar. Schön. Dann kann ich mich hier wieder abseilen. Gibt es hier noch irgendwo eine Tür? Ne, nur die da unten, wo ich rein bin. Und dann können wir doch durch diese große Tür gehen. Was haben wir denn hier? B. Hoch, runter, B. Nix. Da geht's wieder raus. Dann gehen wir doch mal da rein. Der Raum ist aber schon durch. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Ich muss doch durch diesen Kamin durch, oder nicht? Aber ich komme durch diesen Kamin gar nicht durch. Komme ich dadurch? Nö. Komme ich dadurch? Nö. Komme ich hier durch das Buchregal durch? Sekunde. Ich kann auch sicher mal hier draufstehen und da. Was passiert, wenn ich da drehe und da drehe? Da passiert nichts. Hier drehen, dort drehen, dort drehen, dort drehen. Da gibt's doch sicher einen Zusammenhang. Na gut, wir hauen erstmal wieder ab und schauen uns dann hier mal um. Wo wir da weiterkommen. Also hier gibt es ja eigentlich im Prinzip keine Tür mehr. Das heißt, ich kann hier wieder runter und wieder zurück. So, das bedeutet auch, hier können wir wieder ein Stück weiter nach oben. Oh. Oh. Bis später. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Feeds. Ja. Vibration wieder aus. So. Patschi, patschi, patschi. Okay. Ein Zeitschalter. Zeitschalter kann man aufziehen. Packe den Griff mit X und drehe mit RT, bis er aufgezogen ist. Dann lass los. Aber beeil dich, bevor er sich wieder zurückdreht. Oh Mann, ich hasse sowas. Ach so, X.
Gar nicht so. Gar nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. Also x und tak 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 tak. Zack, sind wir ganz oben. Und hopp und hopp und hopp und hopp. Wunderbar, dann warten wir hier eine Sekunde, laufen hier hoch und sind oben. So, da kommen wir doch. Sekunde, was gibt's denn da drüben eigentlich? Gibt's da was? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann können wir. Okay. Also, das Ding hier, das dreht sich eh immer so ein bisschen. Dann können wir hier hin. Und darüber. Und da hoch. Das wäre ja nicht so schlecht. So, genau. Und dann sind wir hier. Da oben bei der Uhr. Keine Ahnung, was ich da soll, aber es wird mir sicher gleich gesagt. Hallo, Gomez. Hallo. Weißt du, wie spät es ist? Es ist Würfelzeit. Okay. Okay. Okay, das war dämlich. Also nochmal. Packen, rumdrehen. Nein! Okay. Wunderbar. Ich mag so Zeitgehampel eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Ich mag das echt gar nicht. Aber wenigstens. So. Bevor ich da jetzt allerdings reingehe, möchte ich jetzt mal gucken. Ob wir jetzt hier alles haben? Offenbar nicht. Okay, wir haben hier noch nicht alles. Mich würde eh interessieren, was das Ding da unten ist. Aber ich denke, wir gehen erstmal hier durch. Da hinten kommen wir wahrscheinlich viel leichter hin als zur anderen Seite. Oh Mann, das Spiel, das ist echt so ein endlos Ding. Okay, wo sind wir denn jetzt? Da waren wir doch schon überall. Okay, da haben wir überall diese Schnellreiseportale. Ich denke, ich gehe trotzdem nochmal da rein. Weil ich ja wissen will, was mit diesen. Wie heißen sie denn? Diese. Da unten gibt es diese lustigen Würfel, die da unterscheinen. Das möchte ich. Och nö.
Och nö, da wollte ich jetzt doch gar nicht wieder hin. Das ist, also, es ist super verwirrend und super überhaupt nicht nachvollziehbar. So. Ich schaue jetzt erstmal, wo ich hier bin. Da unten gibt es noch einen Raum. Der ist erledigt, der ist erledigt. Den grauen Raum da haben wir noch gar nicht. Den Raum da hinten, den haben wir auch noch nicht erledigt, erschöpft, erschaffen. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hier so hinkommen. So. Durch die Tür sind wir nämlich auch noch nicht. Ach komm, gehen wir durch diese Tür. Wir müssen ja eh diese ganze Welt entdecken. Ich habe keine Ahnung, was diese Symbole alle bedeuten sollen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich erschließt sich das alles überhaupt gar nicht. Aber das ist ja jetzt auch momentan nicht so wichtig. Wir gehen einfach durch die nächste Tür durch und dann schauen wir mal, was wir da finden. So, da unten sind wir ja schon durch alle Türen durch. Sind wir auch durch die? Ja, ich denke schon. So, dann gehen wir einfach noch durch die Tür durch. Okay, also da wird irgendwas über Hierarchie erzählt. Tak, tak. Und dann hauen wir wieder ab. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier alles haben. Also, die beiden Räume habe ich alles. Die beiden Räume habe ich. Der Raum noch nicht. Der Raum auch noch nicht. Die beiden da hinten auf jeden Fall schon. Und. Ja. Gut, dann schauen wir mal, wie wir hier wieder wegkommen. Da drüben müssen wir ja noch ein paar Räume erledigen. Die Kiste da oben, ist die eigentlich. Nee, die muss ich noch. Okay. Versuchen wir mal, die Kiste zu holen. So, hopp. Und. Oh, wie schön! Eine Schatztruhe. Um sie zu öffnen, ich stelle dich vor sie und drücke X. 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 Ach so, ich bin hinter ihr, hm? So, X. Und wieder eine Schatzkarte. So, dann, Inventar war da. Inventar war da. So, zack. Schatzkarten. Naja, gut. So war ich da hinten schon eigentlich. Okay, das ist dieser Raum. Ich glaube, ich will hier runter. Da war ja dieser Raum. Das war ja dieser Raum. Komme ich da rein? Hm. Das war ja dieser Raum. Ja, jetzt geht er mal durch. Das war doch dieser Raum. Oh oh.